Hallo, grüßt euch. Ja, J-Jiggy, lang her. Also ich habe es mal die Beschreibung von dem Track gelesen. Der schildert wohl den Alltag seines früheren Lebens. Frauen, Drogen, Diebstähle. Und ja, ihm bedeutet die Zeit wohl noch viel, was ich auch nachvollziehen kann. Also ich hatte auch solche Zeiten und noch wahrscheinlich viel heftigere Zeiten. Mal schauen. Okay, gucken wir mal. In mehrere Kliniken, okay, ja. Bin ich auch gewesen. Zu einer anderen Zeit, sonst hätten wir uns vielleicht mal getroffen. Manchmal blutet mir mein Herz. Yeah, Bully so wie Jamie Buddy. Flow mal mein Weg, wenn Stefani. Der Trunk ist da auf jeder Party. Mit Pep in der Nase, mi Friend, und so war ich. Bad Boy wie Puff Teddy. Player, ich klär deine Lady. Fickerei mit dieser Jim. Glaubst du nicht, frag diesen Kevin. Glaubst du nicht, frag diese Dennis, auch wenn diese Jim sagt, ich würde nur Lügen erzählen. Von wegen der Janis hat viele Probleme, ist krank in seinem Kopf und weiß nicht, was er redet. Egal, everyday hustle, Andi fälscht Geld mit Fotokopie. Ich geh in Penny und werde beim Rippen erwischt von paar Schokorosinen. Real Talk, Alter, kiffen zu sechs in einem Fünfsitzer. Iberhasch kommt mit einem Polizeiteam. Kiffen zu sechs in einem Fünfsitzer, okay. Ja, beschreibt halt, wie er Drogen nimmt, Speed nimmt und so weiter. Pep, Speed und irgendwelche Frauen klar macht und so. Okay. Mal gucken. Na da. Ich den Chief, bis er ohnmächtig wird. Paranoia extreme wegen Hose voll Weed. Gänsehaut wegen Pep-Kicks. Nachts auf dem Spielplatz mit Tanzwasser. Bong smashen zum Runterkommen und ein Jägermeister als Absacker. Ja, wenn du die ganze Zeit dieses Pep reinhaust, dann musst du natürlich gucken, dass man runterkommt, das ist schon klar. Ja, normales Leben irgendwie so, ja. Sich so einen Tag gehen lassen, was passiert mit den Kumpels irgendwie und dann halt irgendwie sich reinhauen, was da ist und Scheiße bauen so, ja. Kenne ich auch, klar. Was ist los? Und ein Jägermeister als Absacker. Es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße. Ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße holt mich ein, ja. Das ist so, das habe ich auch gemacht. Irgendwann mal musste ich einfach woanders hingehen, mit anderen Leuten oder erstmal alleine irgendwie weg von dem Ganzen. Das funktioniert alles nicht, wenn man in der gleichen Umgebung bleibt und so weiter, mit den gleichen Leuten und dann nur ohne, dass man vielleicht jetzt irgendwas zu sich nimmt oder so, das funktioniert nicht. Ja. Ich habe das dann immer so gesehen, weil Leute dann gesagt haben, du gehst da woanders hin oder so quasi. Nee, die gehen woanders hin irgendwo. Ich habe dann irgendwo den geraden Weg gewählt. So. Es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße holt mich ein, Baby, Baby. Wieder zum Edeka latschen, Baggy Panther, die Socken. Die Jungs auf der Jagd, um was Hemmo zu machen. Die Hosen sind voll mit paar Hennessy Flaschen. Stocksteif an der Kasse stehen, Alter, bloß nicht zu viel bewegen. Darf Ja, sonst fliegt sie raus. Es fliegt eine Flasche raus. Nix wittern darf, nix hören, man darf nix sehen. Am Bibercamp wartet der Bruce, gib ihm die Sachen. Er geht zum Kiosk, verkauft die Flaschen. Sagt von seinem Vater, Pader aufs Nacken. Zwei Hunis bar und eine Tüte zu naschen. Andy called Philipp, klärt was zu dampfen. Olli called Chichi, klärt ein paar Tacken. Kevin called Abel, klärt was zu natzen. Ja, wir bereiten uns vor für den Abend, mi Friendo, so war's. Ja, so war's. Genau. Das glaube ich. Das hat auch was. Das zieht einen halt auch an, weil dann, ja, hast die ganzen Probleme von jetzt irgendwie oder von der normalen Zeit nicht so, sondern man macht halt so Sachen und alles andere blendet man komplett aus. Ja, ich habe auch so Zeiten,
auch richtig heftige Zeiten und so, auch mit Leuten und teilweise leben die nicht mehr. Und ich habe so den Eindruck, man vergisst dann so das Negative von diesen Zeiten irgendwie, ne? Die Angst vielleicht vor den Bullen und so Geschichten, ja. Sondern man denkt halt immer an das Schöne dann irgendwie, ja. Das bleibt dann eher so eine Erinnerung. Es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße holt mich ein, Baby. Es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße holt mich ein, Baby. Es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Ah, okay. Es ist so lang her. Sind seine Kumpels wahrscheinlich manchmal oder so gewesen, so von damals, ne? Ja, scheiße. Und Gott sei Dank, bei ihm gab es noch schon Handys oder sowas, ne? Und bei mir, Gott sei Dank, wahrscheinlich nicht. So irgendwie. Gut. Okay, das war's. Ganz nett irgendwie. Wo war das Bild? Ja, auch gut. Ja, das ist wirklich, wirklich so. Also mir auch so an früher irgendwie. Bei mir ist gar nicht mehr so an ganz früher, so teilweise, weil das war, wo ich jugendlich war, das war zu beschissen irgendwie. Das war nicht unbedingt schön. Obwohl ich da auch viel Scheiße gebaut habe, aber das war einfach zu viel, was ich da für einen Scheiße gebaut habe. Und eigentlich so eine Zeit später, da waren wir so mit ganz vielen Leuten und es war ein Riesenklick, aber alle irgendwo drauf und so, ne? Und das war eine, zumindest mal eine Zeit lang, das war irgendwie eine geile Zeit. Ja. Okay. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.